Herzlich willkommen bei Mut an der Hand, dem Mutmacher-Podcast von und mit Nadja Neumann. Schön, dass du zuhörst. Du möchtest etwas verändern und weißt nicht wie? Dann höre jetzt genau zu. In diesem Podcast spricht Nadja mit interessanten Menschen, die genügend Mut an der Hand haben, ihr Leben zu verändern und außergewöhnliche Dinge zu tun. Du kannst das auch. Liebe Nadja, wer darf dir denn heute eine spannende Geschichte erzählen? Heute habe ich den lieben Frank bei mir. Herzlich willkommen, Frank, bei mir im Podcast. Hi, hi. Es ist so besonders, dass du da bist, weil du bist ja sehr busy eigentlich, ne? Und ich danke dir sehr, dass du dir Zeit nimmst. Ich denke, der ein oder andere wird dich kennen. Frank Schwabe hat man ja jetzt doch das Heuferigieren mal gehört, irgendwo auch im Fernsehen, bei Markus Lanz warst du letztens. Ne? Kannst du mal ein bisschen was erzählen von dir als Mensch? Also wer bist du, was machst du? Und weil ich glaube auch, der ein oder andere weiß nicht, wer du bist. Der lernt dich jetzt kennen, du. Frank Schwabe, 50 Jahre alt, Familienpapa, leidgeprüfter in Corona-Zeiten von drei kleinen, noch recht kleinen Kindern, später Papa, 5, 7, 9, verheiratet, wohne in Castrop-Rauxel, bin aber auch tätig für Recklinghausen und Waltrop, nämlich als Bundestagsabgeordneter, und das bin ich jetzt schon seit 15 Jahren, wow. Für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die gibt es noch, die war mal so richtig stark und jetzt schwächelt sie so ein bisschen und sitzt da im Bundestag und mache vor allen Dingen ganz viel mit Menschenrechten und mache auch noch relativ viel mit Umweltpolitik, habe lange Klimaschutz gemacht, mache jetzt noch ein bisschen Meeresschutz, also das sind so meine Themen im Bundestag, also Bundestagsabgeordneter, Politiker. Wow. Wow, das würde mich natürlich direkt mal interessieren. Wie kommt man auf die Idee, in die Politik zu gehen? Also wie bist du also ich denke mal, der ein oder andere hat bestimmt die ähnliche Erfahrung gemacht, aber du hast ja bestimmt irgendwann mal entschieden, okay, meine Stimme will gehört werden. Ne? Also ich will was bewegen in der Welt. Ja, aber das ist ja nicht so, dass das, es gibt ja manche Leute, die denken, du fängst jetzt an, dich zu engagieren und dann sagst du, jetzt will ich irgendwie Bundestag oder ich will Bürgermeister werden, vielleicht gibt es die auch, bei mir war das nicht so, sondern ich fand ein paar Sachen ziemlich doof, die so in meiner Stadt liefen, also damals in Castrop-Rauxel oder in Deutschland und dann habe ich angefangen zu gucken, wo kann man was verändern daran, und das war erstmal gar nicht in der SPD, sondern das war damals zum Beispiel beim BUND, beim Umweltverband, das war in der Flüchtlingsinitiative, damals kamen die Menschen nicht aus Syrien, sondern aus Ex-Jugoslawien, das gab es damals noch, als ich jung war, und dann ist das ja zerbrochen in Kriegen, und dann sind auch damals viele Menschen nach Deutschland gekommen, und ja, das fand ich, dass es wichtig war, sich da zu engagieren. Und dann irgendwann habe ich gedacht, so, jetzt willst du das, was du da tust, ehrenamtlich oder was du sozusagen mit einer Initiative vor Ort machst, das willst du jetzt eben auch am Ende umsetzen. Du willst, dass es Beschlüsse gibt, dass Dinge geändert werden, dass wir entscheiden, dass wir mehr für die Umwelt tun, dass wir mehr für geflüchtete Menschen tun, mehr für soziale Gerechtigkeit tun. Und dann bin ich halt, ich habe damals echt überlegt, ob ich nicht bei den Grünen eintrete, das wäre auch eine Option gewesen, aber ich bin dann in die SPD eingetreten, weil ich dann am Ende, sag mal, bestimmte Ideale habe, aber gleichzeitig auch recht pragmatisch bin und sage, ich will die Dinge auch umsetzen. Und das schien mir damals mit der SPD besser zu gelingen. Und dann bin ich da eingetreten und habe dann lange vor allen Dingen was in der Jugendorganisation gemacht, bei den Jusos. Da kann man sich erstmal ein bisschen austoben mit seinen Ideen. Und so kam das. Und mein Opa war übrigens in der SPD. Das heißt, ich hatte damals schon einen Ansprechpartner, wo ich wusste, der kennt ein paar Leute, und die kamen dann bei uns vorbei, und dann habe ich diesen Schein unterschrieben, und ja, das war jetzt mittlerweile vor irgendwie 30 Jahren und dann hat sich das alles so entwickelt, und irgendwann kriegst du mal die Option, irgendwann merkst du, das machst du vielleicht ganz gut und es gibt ein paar Leute, die das auch gut finden, wie du es machst, und dann irgendwann sagst du, na gut, jetzt wird ein Platz frei an der einen oder anderen Stelle, und dann sagst du, das könnte ich mir vorstellen, dass ich das mache, und dann ist es ja eine Demokratie, und dann entscheiden ja die Mitglieder erstmal der Partei, ob man irgendwie für was aufgestellt wird. Und am Ende muss man sich ja in der Demokratie auch anderen Konkurrentinnen und Konkurrenten aus anderen Parteien stellen. Und dann wird man gewählt oder nicht gewählt. Und ich bin dann eben vor 15 Jahren
in den Bundestag gewählt waren. Wow. Und wie ist das für dich gewesen, als das dann so war, dass du in den Bundestag gekommen bist? War das so ein Traum, was du hattest und was in Erfüllung gegangen ist? Oder ist das eher so, ja, das fügt sich einfach? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Manchmal gibt es ja so Situationen, die muss man dann ergreifen. Bei mir war das so, dass 2005 es eine vorgezogene Neuwahl des Bundestages gab. Das war damals Gerhard Schröder, manche werden sich noch daran erinnern, der dann gesagt hat, ich will die Bundestagswahl vorziehen. Und dann musste ich mich im Grunde über Nacht entscheiden, ob ich kandidieren will. Und habe dann auch Unterstützung bekommen, wurde bestärkt von anderen. Und habe das dann gemacht und wie auch immer, dann bin ich gewählt worden. Und wenn du natürlich in den Bundestag kommst, dann bist du schon auch erstmal geflasht, das muss man schon sagen. Wenn du da in Berlin ankommst, stehst du da vor diesem großen Gebäude, vor dem Reichstag und sagst so, jetzt bist du hier irgendwie Abgeordneter, da sollst du den nächsten Rede halten und keine Ahnung was. Und du musst schon, bei mir war es am Anfang, glaube ich, so, dass man so geflasht ist, da holt man auch mehr aus sich raus, was man irgendwie, also was eigentlich drinsteckt. Und da muss man aufpassen, das kann man nur eine Zeit lang machen. Und ich hatte schon, wenn ich so zurückblicke, eine Situation, so vielleicht nach ein, zwei Jahren, wo ich doch auch erstmal ziemlich ausgebrannt war, weil ich einfach überpowert habe, weil ich dachte, ich müsste zu jeder Veranstaltung gehen. Du kannst ja in Berlin Sachen von morgens 7:30 Uhr, sage ich mal, bis abends 24 Uhr machen. Das kannst du immer jeden Tag im Grunde genommen machen. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, ich suche mir das mal ein bisschen besser aus. Was muss ich denn wirklich machen? Was muss ich dann eben auch nicht machen? Also insofern, am Anfang denkst du schon, du könntest fliegen so ein bisschen und denkst, wow, was bist du jetzt hier total wichtig? Aber das ändert sich. Und mittlerweile ist es halt relativ normal, ob ich da eine Rede im Bundestag halte oder mich auf dem Markt in Ickern mit Leuten unterhalte. Das ist manchmal anstrengender und ja und fordernder. Ja, das glaube ich. Mittlerweile treffe ich Präsidenten und Ministerpräsidenten aus der ganzen Welt, wenn ich da unterwegs bin. Und das ist mittlerweile alles relativ easy. Und es geht auch nicht anders. Wenn das immer für dich total aufregend alles ist, dann wirst du ja irgendwann total kirre. Also insofern, du musst Ja, auch eine also. gewisse Routine haben. Aber du musst trotzdem auch noch sag mal, so eine Demut haben vor dem Ganzen und musst das auch schon noch irgendwie verstehen, dass es ja auch nicht total normal ist, sondern es ist manchmal anstrengend, aber es ist eben auch ein Privileg, das machen zu dürfen. Und die meisten machen es ja auch freiwillig. Insofern muss man da auch gar nicht jammern. Aber sozusagen, es ist schon eine herausfordernde Geschichte. Ja, das glaube ich total. Und mich würde da interessieren, weil wir ja Mut an der Hand haben, hier das Thema, wie du den Mut gefunden hast, also auch damals reden, so, also auch so vor diesen ganzen Menschen. Ich finde, also jetzt ist es für dich halt normaler geworden, aber am Anfang oder jetzt denke ich auch, wenn du irgendwie ins Ausland reist, irgendwie da, wo die Menschenrechte nicht mehr so groß gefordert werden, da braucht man doch viel Mut. Wie findest du den? Dass du sagst, okay, oder hast du da irgendwas für dich? Also ich glaube, bei mir ist das im Grunde genommen gar nicht in die Wiege gelegt. Ich meine, ich habe eine sehr behütete Kindheit gehabt, also insofern schon vielleicht auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Aber ich war überhaupt nicht der Typ, der aus dem Elternhaus es mitbekommen hat, sich immer in den Mittelpunkt zu spielen oder jemand zu sein. Ich war zum Beispiel nie Klassensprecher oder Nee. sowas. Ich Ach, war, guck. nee, ich war, ich war, nee, ich war in der Schule irgendwie gar nichts. Ich war eher schüchtern und zurückhaltend und viele auch der Mitschülerinnen und Mitschüler, die ich heute ja manchmal treffe, die sagen, das hätte ich ja nie gedacht, dass das irgendwie so sich entwickelt. Und so war das auch am Anfang. Ich war überhaupt gar kein guter Redner oder sowas, sondern ich war da eher sehr zurückhaltend, habe sehr lange dann auch eher Texte vom Blatt abgelesen und so. Und das hat sich dann über die Jahre wirklich entwickelt. Ich war auch übrigens niemand, der viel im Ausland war. Ich habe zum Guck. Beispiel, als ich Student, als ich fertig war mit dem Abi, viele gehen ja dann für ein Jahr ins Ausland oder reisen irgendwie mit dem Zug durch Europa. Und das war für mich alles gar nichts. Das war gar nicht meine Welt, sondern ich war eher jemand, der irgendwie zu Hause war, und eher diesen Mut gar nicht hatte, in die Welt zu gehen. Und das hat sich dann aber entwickelt. Und mittlerweile mache ich das mit einer gewissen Routine und treffe alle möglichen Leute am Ende der Welt. Und es funktioniert, aber trotzdem habe ich vielleicht immer noch so eine Grund, ja, wie soll man sagen, vielleicht so eine Grundzurückhaltung. Manchmal kommt die noch durch, wo ich sozusagen mich dann manchmal wundere und denke, wow, was machst du denn da eigentlich alles? Und sozusagen, wie kommt denn das eigentlich und ist das eigentlich der richtige Platz? Ich glaube aber, dass es ganz gut ist, weil das am Ende auch so eine Form von Erdung ist. Also ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie so der absolute Supertyp bin und egal, was ich mache, so ungefähr, mir kann schon gar nichts passieren. Also ich habe schon noch
so eine Grundskepsis und so eine Frage, ist das ja irgendwie alles normal oder ist das alles auch too much, was hier abläuft? Und wie gesagt, ich glaube, das gibt einem eine gewisse Erdung, auch Selbstzweifel, die da sicherlich auch eine Rolle spielen. Aber ich habe einen Dickkopf, den habe ich, glaube ich, aus der Familie auch mitbekommen. Wenn ich was erreichen will, dann versuche ich das auch mit aller Macht zu erreichen und mich dann auch durchzusetzen und auch nicht abzubringen von dieser Idee. Ja, das ist super spannend, weil ich glaube, dass man, um so weit zu kommen wie du, braucht man schon irgendeinen gewissen inneren Antrieb. Also mich würde interessieren, ob du so ein Urvertrauen hast, weißt du, wie ich meine? Also so ein Vertrauen ins Leben oder in dich selbst oder was ist das wohl? Was glaubst du? Ich weiß gar nicht, ob ich so ein Vertrauen habe. Ich sage, es gibt schon auch eher sowas wie Selbstzweifel, die da auch angelegt sind. Ich glaube, dass das aber auch dann wieder eine Motivation ist, eben Neues zu tun, wenn man hinterfragt und sagt, ist das jetzt richtig oder nicht richtig? Und daraus eben, sag mal, da könnte man ja raus machen, dass man um Gottes Willen jetzt bleibe ich zu Hause sitzen und setze mich in die Ecke und bin irgendwie, macht am besten gar nichts, da mache ich auch nichts falsch. Oder sozusagen, man hinterfragt sich und kommt nochmal auf neue Ideen, verwirft nochmal einiges und macht dann nochmal was wieder ganz anders. Also ich bin nicht der Typ, der irgendwie so ins Feld springt und sagt, hurra, alles super, egal was ich mache, das wird schon genauso richtig sein, sondern das ist schon auch mal eine Portion, ja, weiß ich nicht, Selbstzweifel ist vielleicht, hört sich so ein bisschen negativ an, aber es ist so, sagen wir mal, so eine gewisse Nachdenklichkeit, die da schon auch nochmal eine Rolle spielt. Und das ist aber auch okay. So. Ja, ich glaube, das ist ein tiefes Reflektieren deines Seins, wie auch immer, ne? Also ich glaube, dass du dadurch, dass du so erstmal darüber nachdenkst, ist es richtig oder kann ich das überhaupt und so weiter, es ist ja gesund auf jeden Fall. Aber dennoch bist du ja ein Mensch, wie ich das so vermute, dass du trotzdem die Dinge tust. Also auch wenn Angst da ist zum Beispiel, weil ich glaube nämlich, weil Mut und Angst hat ja viel miteinander zu tun, dass viele Menschen Angst haben, irgendwie loszugehen, also vor Reden zum Beispiel oder eben auch vor irgendwie die Politik zu gehen, weil man denkt, ach nee, ich kann ja eh nichts ändern, so ungefähr. Aber du hast es ja, also du machst es ja trotzdem und ich glaube trotzdem, dass du ja Angst und Respekt davor hast, was kommt oder kommen könnte. Ne? Diese Dinge, die man sich ja im Kopf erzählt, meistens ist es ja gar nicht, tritt es ja gar nicht ein, was man sich so im Kopf erzählt. Aber das ist ja eine gewissen, wie du das vorhin schon so schön gesagt hast, Demut. Also ich finde das, da ist ja auch irgendwie Mut drin, ne, in diesem Wort. Das habe ich mir noch nie so betrachtet, dass man weil wir gerade darüber sprechen. Interessant. Ja, aber es ist spannend, weil ich überlege das ja auch bei der Kindererziehung. Also ich bin schon interessanterweise schon auch so aufgewachsen. Ich bin schon behütet gewesen, Einzelkind, eine mich sehr liebende Mama, die sozusagen mir auch viel abgenommen hat kenn ich. und mich versucht hat zu beschützen vor bestimmten Dingen. Und ich finde das immer ganz interessant, wenn ich mit meinen Kindern umgehe, weil das steckt schon auch in mir drin. Wenn die auf irgendwelche hohen Gerüste klettern, dann denke ich, oh, während meine Frau dann eher sagt, jetzt lass sie mal. Manchmal drehen wir es auch um, aber meistens bin ich eher derjenige, der sagt, ui. Und dann muss ich mich selber aber immer ein bisschen zwingen und sage, nee, komm, die sollen das mal machen, die sollen das jetzt mal, die sollen jetzt nicht an der Klippe irgendwie rumspazieren oder so, wo sie wirklich tot sind, wenn sie runterfallen. Aber man kann schon vom Spielgerät auch mal runterfallen, das kann schon mal passieren. Und wenn man alle versucht, davor sozusagen zu bewahren, dann wird man auf keinen Gipfel erklimmen können. Es ist so ein bisschen diese Vorsicht jedenfalls auch bei mir drin. Also insofern ringe ich auch mit diesen Geschichten. Aber na klar, am Ende, ich meine, du hast ja nur ein Leben. Da würde ich schon immer empfehlen, einfach mal Dinge zu tun und auszuprobieren. Und dann in der Tat, wenn man eine Idee hat, dann auch ein Stück weit das konsequent auch zu gehen. Ja, loszugehen, ne, dafür. Und was mich interessieren würde, also die Umwelt ist mir ja auch sehr, sehr wichtig und Menschen, ich liebe Menschen und ich weiß, es gibt böse Menschen da draußen, aber ich generell liebe ich erstmal alle Menschen, weil ich weiß, dass es viele tolle Menschen auf der Welt gibt. Und wie ich vermute, liegt es ja bei dir auch irgendwie in der Natur, dass du Menschen liebst oder zumindest denen Gutes tun willst. Sonst wärst du nicht so Menschenrechtler, oder? Fragezeichen.
Weil du so Nein, ich grinst. bin, ja, nee, weil ich traue Menschen alles zu, sagen wir es mal so. Also ich glaube in der Tat, es steckt beides drin, Ja, in das uns. Gute und Auf jeden das Fall. Böse, und zwar übrigens in allen Menschen. Auf jeden Es Fall. gibt eben nicht die Guten und die Bösen, sondern es gibt vielleicht mehr Leute, die mehrheitlich böse und mehrheitlich gut sind, aber sie haben das andere drin. Und es kommt, und das sehe ich auf der Welt, weil ich komme ja durch die ganze Welt und ich sehe, dass es sehr eben von Systemen abhängt, in denen du lebst. Deswegen, ob man jetzt Politik wichtig findet oder man sagt, Politik, was sagen wir, darum geht es ja gar nicht. Es geht aber darum, welches Umfeld hast du, in welchem Umfeld, das ist wie in der Familie. Wenn du ein vernünftiges familiäres Umfeld hast, dann kannst du im Grunde alles in deinem Leben auch erreichen und machen. Wenn das am Anfang an schon falsch läuft, dann wird es super, super schwer, jedenfalls da rauszukommen. Und so ist es mit einem Land auch. Wenn die Voraussetzungen da sind, also eine Demokratie und so, wo du auch dich frei bewegen kannst, frei atmen kannst, dich frei entwickeln kannst, dann fördert das und bringt das auch die besten sozusagen Talente in dir zum Blühen. Wenn du aber in einem Land lebst, was diktatorisch ist, wo du keine Freiheit genießen kannst, dann ist das eben super, super schwer. Und dann gibt es aber wieder Leute, die sich arrangieren sich eben mit solchen Systemen. In der super, also es ist nicht so schwer, in Deutschland zum Beispiel nicht korrupt zu sein. Gibt trotzdem Korrupte in Deutschland, aber es ist nicht so schwer, nicht korrupt zu sein. Wenn du in anderen Ländern unterwegs bist, ich nenne jetzt mal keine Namen, die generell korrupt sind und wo die Korruption alltäglich ist, da ist es super schwer, nicht korrupt zu sein, weil du dann Krass. kaum Möglichkeiten hast, mitzukommen. Und deswegen wäre ich ganz vorsichtig zu sagen, also der Deutsche XY ist nicht korrupt, deswegen ist das jetzt ein besserer Mensch als der im Land XY lebt und korrupt ist, weil eben die Bedingungen anders sind. Wie konnte es Nazis geben in Deutschland? Wie konnte es Menschen geben, die Menschen das Unfassbare angetan haben, was man in Definitiv. Konzentrationslagern und so ergeben kann? Und ist es denn heute, also und heute haben wir das alles nicht, aber warum? Weil die Leute heute alle viel besser sind als 1940? Nee, natürlich Das nicht. nicht. Und warum haben wir Situationen, wie wir sie gerade in Myanmar zum Beispiel haben, wo die Leute oder in Belarus, wo die Sicherheitskräfte sozusagen, sind das schlechtere Sicherheitskräfte, Menschen, als zum Beispiel die Polizei in Deutschland, die jetzt eben nicht Demonstrantinnen das heißt, die Bedingungen und die Rahmenbedingungen, die du auffindest, machen halt super was mit dir. Und deswegen lass uns alle daran arbeiten, dass wir gute Rahmenbedingungen haben, dass wir die familiär gut haben, dass Kinder gut aufwachsen können, dass sie eben mutige Kinder werden können, die was machen können aus ihrem Leben. Aber lass uns eben auch dafür sorgen, dass so Länder, so Gesellschaften vernünftig sind und dass sich da die Menschen eben gut entwickeln können. Das wäre sozusagen das, was mir wichtig ist, ja. Definitiv. Und wie du das schon so sagst, also ich glaube, das beginnt ja auch bei jedem selbst, oder? Also wenn ich mir vorstelle, du und ich und alle anderen, die wir so um uns rum haben, dass wenn die jetzt schon mal bei sich anfangen, eine bessere Welt für sich selbst zu erschaffen, dann stecken wir doch alle anderen auch an. Glaubst du, dass es möglich ist? Oder Naja, du hast müssen? zumindest, Ja. also ich habe es ja gerade ein bisschen gesagt, Ja. dass das von Rahmenbedingungen abhängt, aber natürlich hat jeder trotzdem jeden Tag die Wahl. Das heißt, es Genau. gibt auch in allen Teilen der Welt, gibt es eben sehr, sehr mutige Menschen, sehr engagierte Menschen, die irgendwie sagen, irgendwann bin ich nicht mehr auf dieser Welt und was habe ich denn eigentlich gemacht auf dieser Welt? Genau. Habe ich Gutes getan? Habe ich versucht, anderen Menschen zu helfen, diese Welt ein bisschen besser zu machen? Oder habe ich das Gegenteil gemacht oder war es mir am Ende schnuppenpiepewurscht egal? Also insofern, nein, das macht ja Spaß, mit Menschen zusammen zu sein, Menschen zu treffen. Das ist ja auch was ich machen kann, dass ich super viele Menschen treffe, eben auf der ganzen Welt, aber auch in meinem Wahlkreis. Alle möglichen Leute in allen Einrichtungen, so eine und solche. Und ja, am Ende ist es super spannend. Jeder Mensch hat was sehr Einzigartiges. Und am Ende geht es in der Tat darum, diese Talente ein Stück weit rauszukitzeln. Ja, und zu gucken, wie können denn Menschen das, was in ihnen steckt, am besten zur Entfaltung bringen. Das ist ein bisschen auch der Job eines Bundestagsabgeordneten. Ich bin so ein bisschen auch Vervielfältiger von guten Ideen. Also Menschen kommen ja zu mir und sagen, dieses und jenes ist ihnen wichtig, manchmal halt auch mit Sorgen, mit Klagen, mit Problemen, aber manchmal auch mit Ideen. Dinge zu tun.
Ein tolles Beispiel gerade ist übrigens der Spielplatz in Deininghausen. Ich weiß nicht, wie weit du das mitbekommen hast. Der Kleingartenverein in Deininghausen Ja. baut einen, die haben einen alten Spielplatz gehabt, der einfach nicht mehr funktioniert hat. Und die haben dann gesagt, so, wir machen uns auf den Weg und wollen einen neuen Spielplatz haben und haben die Idee gehabt, wie kriegen wir denn da einen Spielplatz hin? Wie kriegen wir das finanziert in diesen auch nicht ganz leichten Zeiten und haben sich überlegt, einen Spielplatz für Integration zu bauen. Das heißt, Kinder mit körperlichen, aber auch geistigen oder auch seelischen Beeinträchtigungen, Kinder aus allen, sagen wir mal, mit allen Herkünften sollen da in Zukunft spielen. Und das ist so eine tolle Idee, dass Super die sich schön. so vervielfältigt hat, dass mittlerweile sie schon die Hälfte des Geldes, die brauchen irgendwie 40.000 Euro, schon zusammen haben über Spenden. Und da mache ich super gerne mit. Nicht? Da fällt mir dann wieder ein, aha, wer könnte denn für so eine Idee zu begeistern sein? Und das ist zum Beispiel ja ein tolles Projekt und wo ich einfach die Chance habe, den Mut, die Idee von Leuten aufzunehmen und sie im Grunde zu vervielfältigen und am Ende mitzuhelfen, dass diese guten und mutigen Ideen am Ende auch umgesetzt werden können. Ja, toll. Also in deiner Lage, wie du bist, ist es ja schön zu wissen, dass man auch Menschen, also du musst ja nicht immer die Idee haben, aber wenn es Menschen gibt, die tolle Ideen haben und das zu dir tragen und du dann das nutzen kannst, das umzusetzen, das ist ja wundervoll. Also das ist ja großartig, oder? Das ist doch ein tolles Gefühl. Genau. Ist es, ja, genau. Es gibt unzählige Initiativen. Ich bin ja zuständig für Castrop-Rauxel, aber auch für Recklinghausen und für Waltrop. Und es gibt so Orte in meinem Wahlkreis, die einfach toll sind, wo einfach gute Menschen unterwegs sind. Und ich versuche das einfach zu unterstützen. In Recklinghausen ist so ein Ort, da gibt es eine Gastkirche und das zugehörige Gasthaus. Wer das noch nicht kennt aus Castrop-Rauxel, das muss man unbedingt mal kennenlernen. Und so ein Ort wäre in Castrop-Rauxel auch toll. Bei uns gibt es auch tolle Kirchengemeinden und engagierte Kirchengemeinden, die karitativ unterwegs sind. Wir haben ja die Tafel in Castrop-Rauxel und so weiter. Aber dort gibt es einen Ort und das wird von der katholischen Kirche bezahlt, erstaunlicherweise bis heute noch, wo alle Menschen, die irgendwo ausgegrenzt sind, sage ich mal, in der Gesellschaft, einen Platz finden. Das heißt, die kümmern sich um Obdachlose, die kümmern sich um Geflüchtete, die kümmern sich aber auch um Knastis, also um Leute, die im Gefängnis einsetzen und viele, viele andere Gruppen mehr. Einfach ein Ort der Seelsorge, da ist eine kleine Kirche, die ist immer offen, da kann man immer reingehen, beten, eine Kerze anzünden oder auch nicht beten. Einfach nur diese Atmosphäre sozusagen der Ruhe und der Stille mitten in der Stadt genießen, raus aus diesem Einkaufstrubel. Daneben ist eben dieses Gasthaus. Auch ein ruhiger Ort, wo sich Gruppen treffen, die eine Weltarbeit machen, also Entwicklungsprojekte in anderen Ländern unterstützen, und vieles mehr. Und da versuche ich eben auch, mich ein bisschen anzudocken und zu gucken, wo kann ich unterstützen. Ich kümmere mich zum Beispiel gerade um zwei obdachlose Frauen, und versuche alles zu tun, um die ein bisschen wieder ins Leben zurückzuführen. Ist ja Wahnsinn, dass solche Leute dann zum Beispiel keine Bankkonten haben. Wenn du kein Bankkonto hast, bekommst du Wow, auch nix, ne? kein Hartz IV. Da kriegst du gar Ja, nichts. wie auch, Kriegst du gar ne? nichts. Das heißt, es sind bettelarme Menschen, die aber diese Unterstützung, die ihnen in Deutschland ja zum Glück zusteht seitens des Staates, überhaupt gar nicht bekommen. Dann geht das weiter, dann haben sie natürlich keine Wohnung, dann haben sie also alles Mögliche. Und dieses Gasthaus, diese Gastkirche in Recklinghausen, dieser tolle Ort, kümmert sich drum. In Castrop-Rauxel gibt es einen Ort, wo ich sagen würde, der ist vielleicht anders, aber ein bisschen vergleichbar, wo auch alle hinkommen können mit ihren Anliegen. Das ist eigentlich im Grunde die Agora. Ja, In Ickern, nicht? Wo du auch einen Ort stimmt. hast, wo du alle Menschen hast, die auch irgendwie Probleme haben, sich in diese Gesellschaft zu integrieren. Da gibt es Sprachkurse, wirst du angelernt, irgendwie einen neuen Job zu finden. Wenn du sonst was hast, kannst du da hingehen und wirst beraten. Das ist eigentlich auch so ein Ort, wo du aufgenommen wirst. Jetzt ein bisschen anders. Das ist dann diese griechische Gastfreundschaft, die du da sozusagen genießt. Ist jetzt nicht so dieser religiöse Hintergrund, dieser seelsorgerische Hintergrund, aber auch ein toller Ort. Ich mache demnächst auf Instagram so eine Serie mit ich will es noch gar nicht, wie wir es genau nennen, die tollsten Orte, die wichtigsten Orte in meinem Wahlkreis, weil dazu gehört zum Beispiel auch das Frauenlager in Waltrop. Das war früher im Wow. Nationalsozialismus ein ganz schrecklicher Ort, weil dort Kinder
abgetrieben wurden von Zwangsarbeiterinnen. Und Okay. deswegen kann man schlecht das tollsten Ort nennen, aber es ist so ein beeindruckender Ort und ein wichtiger Ort in meinem Wahlkreis, zu dem man jedenfalls gute Geschichten oder wichtige Geschichten erzählen kann. Und dann mache ich demnächst so eine Serie. Da stelle ich nochmal das Gasthaus. Also wer demnächst bei Instagram Ja, mir mal genau. folgen will und mal gucken will, Jeden der Fall. wird dann einige dieser Orte sehen, wo einfach Menschen unterwegs sind, die ich total gut finde und wichtig finde. Mutige Menschen, engagierte Menschen, warmherzige Menschen. Und die kann ich eben versuchen, mit meinen Möglichkeiten zu unterstützen. Toll. Ach ja, und wie kommt das, dass du so ein großes Herz hast? Also ich finde, wenn du das so erzählst, also das muss ja doch, also, ne? Also ich finde, das ist doch bestimmt mit dir. Ist deine Mama so gewesen? Hat dir irgendwie, oder dein Papa? Ist ja noch, also Ja. ja, weiß ich nicht. Pff, nee, ich habe ich ja gesagt, ich bin schon sehr ja, geliebt und behütet groß geworden und Ja, ich sehe ja aber. manchmal viele andere Beispiele und deswegen ist das ein großer Wert. Und ich habe, meine Eltern haben mir alle Möglichkeiten gegeben, eben alles tun zu können, was ich dann wollte in meinem Leben, was ich dann daraus gemacht habe, ist dann sozusagen meine Sache gewesen und viele haben das nicht, auch in Deutschland nicht, erschreckenderweise. Weiß ich nicht, warmherzig. Ich denke niemand, ich meine, ich habe das die Tage mal überlegt, denkt eigentlich jemand von sich, dass er ein schlechter Mensch sei? Ich glaube wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich würden alle sagen, wir sind doch auch, ich finde einfach, ich meine, es ist doch wichtig, hinzugucken, wie es anderen so geht. Ich meine, das will ich ja auch, dass Leute gucken, wie es mir so geht und dass das irgendwie funktioniert. Und da gucke ich halt hin. Manche machen das im ganz persönlichen Umfeld. Ich treffe ja Leute, die aufopferungsvoll sich für andere Menschen einsetzen und die übrigens nicht diese Rückmeldung bekommen, die ich dann bekomme. Also wenn ich da beim Genau. Land sitze, das war ja ein Flash. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Hunderte von Reaktionen ich auf unterschiedlichste Art bekommen habe, die einen so überwältigt haben, dass ich darauf gar nicht reagieren konnte, auf alle Sachen, die da gekommen sind. Aber ich habe halt am Ende diese zumindest teilweise Prominenz und viele andere machen tolle Sachen den ganzen Tag und kriegen sozusagen dafür viel zu wenig Rückmeldung. Nein, weil es ja einfach auch Spaß macht. Es macht ja keiner, also wir sind ja alle keine Leute, die Märtyrer sind oder sowas. Ist ja nicht so, als wenn ich was tue und dann sitze ich abends zu Hause und denke, ach, ist ja alles sozusagen so, also kriegst ja was zurück. Das ist ja Genau, sozusagen, das ist. ne? Ist ja bei dir auch so, wenn ich das so sagen darf, wenn du ins Altenheim gehst und du merkst ja, du magst die Menschen nämlich mal da auch so, wenn du die da vor dir sind Ja, auf jeden Fall. und die geben dir ja was zurück. Und Deswegen, insofern, ja. das ist ja bei mir genauso, dass ich, manchmal kriegst du auch Dresche, das ist aber in der Natur der Sache, weil es Leute gibt, die mich auch doof finden, so, das ist ja auch okay. Ich wollte gerade sagen, mich mögen auch nicht alle. Manche wollen mich hauen dann im Heim. Aber das ist okay. Genau, genau, das kann, ja, ich bin ja auch ab und zu da und mache ja manchmal so Pflegepraktika und deswegen weiß ich ja auch, Schön. dass das manchmal auch bei dem hohen Grad an demenziellen Erkrankungen nicht einfach ist. Das ist und natürlich auch Aggressivität dabei ist und so weiter. Ist übrigens für mich ein Riesenthema. Also es gibt viele Dinge, die ich skandalös finde in dieser Welt und in diesem Land und in meinem Wahlkreis. Aber wenn ich sage, was sind so die beiden skandalösten Sachen, dann ist es, was wir mit Menschen ganz am Ende des Lebens tun und was wir mit denen ganz am Anfang tun. Dass wir Menschen zum Teil, und du siehst das ja, und damit ist Ja. nichts gesagt über die Altenheime, die geben sich da alle eine super Mühe. Genau, Ja? auf jeden Fall. Und Gott sei Dank trotzdem gibt's erlebe die. ich Dinge, wo ich sage, ich will so nicht alt werden. Das sollen nicht die letzten Monate, sind es ja oft Monate nur, über die wir reden, meines Lebens sein. Und da tun wir einfach viel zu wenig. Und das andere ist der Anfang des Lebens. Dass es Kinder gibt in Deutschland, 20% in meinem Wahlkreis sogar mehr, die im Grunde in Armut groß werden und die diese Chancen eben nicht haben, die ich jedenfalls hatte, mich zu entwickeln. Das finde ich den zweiten großen Skandal. Aber wie gesagt, ich habe das Privileg jetzt, da ein bisschen was dran zu machen, im Großen. Ich kann in Berlin versuchen, jedenfalls Gesetze zu verändern, um Menschen zu helfen. Aber ich kann es eben auch im Kleinen tun, um eben ja Leute, die da sehr gut unterwegs sind, zu unterstützen.
Und ja, das ist ein großes Privileg und dabei kriege ich eben noch ganz viel Zustimmung, auch Ablehnung, aber jedenfalls Rückmeldung von den Menschen. Und insofern ist das ja, glaube ich, Motivation genug. Ja. Definitiv, definitiv. Und du bewegst ja was, das ist es. Ne? Also ich finde, das ist so schön und so, wenn man abends, ich weiß nicht, wie es in dir geht, wenn du abends auf der Couch sitzt, ist es dann wahrscheinlich schon schön, wenn du weißt, du hast was bewegt, in irgendeiner Art. Ne? Also auch wenn du andere Menschen inspirierst. Also das finde ich ja so schön, auch so einem Podcast, auch wenn es nur Inspiration erstmal ist, aber man regt zum Denken an, man verändert etwas vielleicht sogar in dem, dass sie was anders machen, also im nächsten Tag oder jetzt drüber nachdenken, wirklich mal in den Umweltschutz zu gehen oder in die Politik zu gehen und so weiter. Also ich finde, das ist ja was Tolles. Also deswegen ist es so wichtig, dass wir Menschen wie dich haben und die wirklich was Gutes tun. Genau, wenn jemand Langeweile hat, ich habe übrigens Dutzende von Initiativen, die brauchen viele Leute, die gerne mitmachen und die sie entsprechend unterstützen in allen möglichen Bereichen, die man sich so vorstellen kann. Wo Genau, finden und wir die werbe denn? dafür, Also, ich würde die nämlich alle mal finden aufschreiben oder zumindest, ne, wo man die finden kann. wir. Naja, ich würde wirklich empfehlen, zum Beispiel bei mir bei Instagram mal zu gucken. Ich habe zum Beispiel, aber das ist jetzt in der Adventszeit habe ich dann, jeder hat ja dieses, hast du glaube ich auch gemacht, ne, dieses Türchen, jeden Tag so ein Adventstürchen öffnen. Bei mir war es so, dass ich jeden Tag eine wichtige Initiative vorgestellt habe, 24 Mal sozusagen, die ich für empfehlenswert halte. Das sind zum Teil bundesweite oder weltweite Organisationen gewesen, und zum Teil sind es dann eben aber auch Initiativen vor Ort gewesen. Also was weiß ich habe gerade über Kinderrechte geredet und über den Schutz von Kindern und die Unterstützung von Kindern. Und da gibt es zum Beispiel eine ganz tolle UNICEF-Gruppe, also die UN-Organisation der Vereinten Nationen für Kinderrechte, UNICEF, von denen ich immer meine Weihnachtskarten beziehe. Und die sitzen aber in Recklinghausen, sind aber auch für Castrop-Rauxel zuständig. Da ist Susanne Schildknecht, die war früher evangelische Pfarrerin und die ist jetzt die Chefin dieser UNICEF-Gruppe und die machen eine überragende, ganz tolle Arbeit. Also wer sich für Kinderrechte engagieren will, kann das da machen. Umweltrechte, da gibt es eben diverse unterschiedliche Gruppen. Es gibt Gruppen des BUND, Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Es gibt Gruppen, es gibt den NABU, den Naturschutzbund Deutschland und viele, viele andere mehr. Ich bin sehr oder unterstütze sehr alle Organisationen, die sich um Geflüchtete kümmern, insbesondere auch auf dem Mittelmeer. Es gibt ja diese Rettungsboote, die da unterwegs sind und einfach Menschen die Hand reichen, wo mir manchmal dann Leute irgendwas erzählen von Schleppern und all so ein Unfug, wo ich sage, wie willst du das denn machen? Da ist jemand im Meer, wie der da hingekommen ist. Da kann man lange So drüber gut, diskutieren. ja. Da ist jemand im Meer und der ertrinkt. Der guckt dich mit seinen Augen an. Nimmst du dann deine Hand und reichst die denen? Ich kann mir nicht mal vorstellen, dass irgendwie der schlimmste Nazi das nicht tun würde in diesem Ja, Moment. Das kann und mag ich mir dieser jedenfalls gar nicht Instinkt des vorstellen. Helfens. Und da gibt es halt ganz tolle Organisationen, Sea-Watch, Sea-Eye und so, die sich da engagieren. Die gibt es jetzt erstmal nicht hier vor Ort, aber die kann man dann entsprechend unterstützen. Aber man kann die zum Beispiel auch einladen. Die kommen auch vorbei und berichten dann vor Ort über ihre Arbeit und versuchen eben weitere Unterstützerinnen und Unterstützer zu gewinnen. Und wenn jemand sagt, ich bin jetzt ein ganz mutiger Mensch, aber das muss man sich gut überlegen, dann kann man sogar auf so ein Schiff Mitfahren. gehen und Wow. entsprechend helfen. Nur da kann ich nur sagen, ich war mal auf so einem Schiff für einen halben Tag vor Malta und das ist schon hart. Ja, Also das glaube ich. ich war nur einen Tag da. Ich war nur einen Tag da und die Uhr meines Zwitschert. Sohnes zwitschert im Hintergrund Nicht schlimm. jede Stunde. Ja. Weil ich, wie gesagt, hier Obdach gefunden habe im Zimmer meines Sohnes, muss ich immer gucken, wie ich hier in diesen Das klingt Corona-Zeiten, schön. ich wechsle immer von Raum zu Raum, wer gerade zu Hause ist, versuche ich, weil ich hier kein Arbeitszimmer habe, sonst müsste ich irgendwo ins Büro fahren. Genau, und ich war dann auf diesem Boot und das frisst einen schon auf, wenn man Oh, das das glaube ich. erlebt. Und wenn du da jetzt ein paar Wochen da drauf bist, es gibt Leute, die da wirklich auch im Grunde nie mehr runterkommen, so richtig von diesem Boot, weil du dann auch eigentlich nicht
ist ganz schwer, dann wieder ins normale Leben einzutauchen. Wenn du das gesehen hast, und das sind Leute, die vorher oder die normalen, ganz normalen Beruf haben und die dann sich aber entscheiden und sagen, ich mache jetzt so ein Sabbatical. Übrigens auch was Spannendes, auch für mutige und unternehmungslustige Menschen, wenn man das irgendwie realisieren kann, sich im Leben mal eine Auszeit zu nehmen. Nicht erst, wenn man Rentnerin oder Rentner ist, sondern einfach zwischendurch mal zu gucken, kriege ich das irgendwie organisiert mit meinem Arbeitgeber, meiner Arbeitgeberin, oder bin ich selbstständig? Es können nicht alle, weil das eine finanzielle Frage ja natürlich auch ist, aber manche können das und die einfach sagen, jetzt mache ich mal in diesen 10 Jahren ein halbes Jahr was ganz anderes, was mir wichtig ist. Aber wie gesagt, wenn man sowas macht, Menschen zu retten, Menschenleben zu retten, ist das ganz toll. Man kann ja nichts Besseres tun auf der Welt, als Menschenleben zu retten, aber es frisst einen auf. Man muss wirklich sehen, dass man psychisch dabei also einigermaßen gerade bleibt. So, und deswegen gibt es also unzählige Initiativen. Ich könnte jetzt 3 Stunden lang darüber reden und könnte auch immer Beispiele aufführen. Es gibt Amnesty International, auch im Kreis Recklinghausen, die halt immer diese Postkartenaktion machen, um sich für Leute einzusetzen, die in Gefängnissen sitzen. Da habe ich früher gedacht, ja, bringt das denn überhaupt was? Und dann muss ich heute sagen, das bringt super, super viel. Dass Toll. ich mache im Grunde nichts anderes, als jeden Tag Briefe zu schreiben an irgendwelche Regierungschefs oder Botschafterinnen und Botschafter von irgendwelchen Ländern. Und ich kann nur sagen, selbst solche Länder wie China oder Russland oder was weiß ich, Vietnam, wo man denkt, das interessiert die doch da gar nicht, das interessiert die sehr wohl. Die verletzen Menschenrechte und sie machen es leider auch weiterhin, aber sie wollen dafür im Grunde genommen nicht kritisiert werden. Und es hilft schon, es gibt manchmal wirklich Menschen, die man auch aus Gefängnissen oder sehr häufig, würde ich sogar sagen, rausholt, weil diese Aufmerksamkeit da ist. Also, Toll. wenn einer das mal sieht, wenn einer mal irgendwo, weil ist ja Corona dann vielleicht nicht vorbei, aber so, dass wir doch wieder auf Feste gehen können, dann stehen die ja manchmal von Amnesty mit so einem Stand da oder man kann im Internet auf deren Seite gehen und dann einfach unterschreiben. Das dauert ein paar Sekunden, aber man macht super, super wichtige Arbeit. Man hilft Menschen auf der Welt und man hilft am Ende auch der ganzen Welt, weil desto mehr sozusagen das machen, desto besser geht es dann nicht nur dem einen, dem geholfen wird, sondern entsprechend anderen auch. Wow, toll. Ja, das muss man ja auch, viele Dinge muss man ja auch einfach erstmal wissen, dass es sowas gibt. Also deswegen ist es super schön und spannend, dass du ja schon mal sehr viel weißt. Also bei Instagram, wie heißt du da? Frank Schwabe, findet man dich, ne? Ich glaube, ja. Ich Wir glaube haben nämlich gerade auch, ich versucht, das irgendwie, ist weiß. ja bald Wahlkampf, da Ja. soll ich hier nicht drüber reden, aber Ach so. und dann kann ich auch, aber und dann versuchen wir das nämlich gerade zu vereinheitlichen. Das ist gar nicht so einfach, weil sich das bei mir über die Jahre naturwüchsig entwickelt hat. Ich heiße irgendwie bei Facebook anders als bei Twitter, als bei Instagram und neuerdings TikTok. Also wenn man, Auch das auch noch. Du ja, ist gehst ja mit alles der heute. Zeit. Wow. Na, weil ich ja einfach, nee, ich habe einen, ja, pff, ich bin so, aber ich habe ja auch Kinder und so, ich weiß ja, mein 9-Jähriger, wenn der irgendwas guckt, dann TikTok. Und es ist so, wenn du mit 16, 17, 18-Jährigen zu tun hast, die lesen schon gar keine Tageszeitung, Nee, also die genau. meisten, 3 vielleicht schon von 100, und die gucken aber auch keine Tagesschau und die gucken auch gar kein Facebook mehr und die meisten nicht mal mehr Instagram, weil das alles Genau. schon alt ist, sondern die machen es über TikTok. Das kannst du sagen, das ist ja alles oberflächlich und kompliziert, aber gut, das ist dann am Ende die Kunst, eben die Leute da abzuholen, wo sie sind. Wir werden ja sozusagen das nicht abschaffen, und werden sagen, jetzt guckt ihr alle wieder abends von 20:15 Uhr Tagesschau, auch wenn ich, 20 Uhr, auch wenn ich versuche, meine Kinder schon da auch anzuführen. So, also der Kinderspiegel und sowas gibt es ja. Ach, guck, Ja, wusste ich gar und nicht. mein Sohn, doch, und mein Sohn liest denn, das ist wirklich cool. Aber trotzdem, genau, und da war aber das Problem, dass ich eben überall anders heiße und wir das jetzt für die Wahlplakate vereinheitlichen müssen, damit das irgendwie nicht jedes Ah, Mal ein anderer Name so, ist. Deswegen, ja. ich weiß den Namen nicht, ich bin mir aber sicher, wenn man Frank Schwabe bei Instagram Ich da glaube auch. eingibt, Also ich meine, du dann heißt da findet Frank man Schwabe, sich. aber ja. Und ich werde das nochmal mitnehmen, mir nochmal zu Herzen nehmen, in den nächsten Wochen nochmal besonders darauf zu achten, dass ich halt nochmal bestimmte Initiativen vorstelle und Ja, bitte. auch Also das ist sozusagen Links da reinschicke und sowas, dass man sehen ja. kann.
Also ich werde auch noch mal ganz viele auch aufschreiben, wenn du mir so ein paar Eckdaten gleich noch nennst, dann werde ich das unter die Shownotes sozusagen auch noch mal aufschreiben, weil ich glaube, denn es gibt genug Menschen, die wirklich was tun wollen, nur nicht wissen, wie, oder ist, man ist ja auch so übersättigt von den Dingen, die man hört, sieht und so weiter, dass man mal gar nicht weiß, was mache ich eigentlich jetzt, oder macht man gar nichts, weil man irgendwie zu überfüllt ist mit Infos. Manches habe ich ja auch übrigens halb durch dich kennengelernt, oder jedenfalls bei unserem ersten Treffen. Was war unser erstes Treffen? Beim Superfrauencoach-Treffen in Datteln. Ne? In Datteln, genau. War das, interessanterweise an dem Abend. Und da war ja, wer ist das, Schoko Minzer, ja, genau, mit dabei. Also sozusagen der Kampf für Tierrechte und für sag mal, auch Gnadenbrote für Tiere und was. Genau, so. Also auch eine spannende Initiative. Total, genau. Toll, also wunderschön. Ja, und es gibt halt so viele tolle Dinge, die ja schon bewegt werden. Und wenn man nur ein bisschen die Augen offen hält, dann werden wir da auch ganz fündig. Und deswegen ist es toll auch, dass du eben so Sammelstelle bist von tollen Dingen. Ja, weil man eben so viel hat an Vielfalt. Und dann kann man schon mal das ein oder andere nämlich nachlesen, wenn man bei dir nachschaut. Hast du eigentlich auch eine Webseite? Nein. Ja. Ne, muss ja eins ja Bundestagsabgeordneter. Doch, aber das ist ja immer so die Frage. Also die hat man und man bespielt ja auch. Aber es ist halt nicht mal so, dass die Leute da, also man googelt ja ab und zu immer, was über jemanden wissen will. Dann gucken die da, glaube ich, nach. Aber es ist nichts, was du jetzt sozusagen täglich machst, sondern du gehst eben eher auf die sozialen Medien. Ja, weil dann, das immer da belebter ist. Ne? Genau, aber es muss irgendwie so eine Grundbasis geben, von der man aus startet und wo man dann irgendwie nochmal alles findet. Da findet man zum Beispiel, dass ich gläserner Abgeordneter bin. Also man kann mein Einkommen da zum Beispiel nachlesen. Das steht da, ja, weil ich kämpfe ja gegen Korruption, deswegen war ich ja bei Herrn Lanz. Ja, genau. Und genau, spannend. Und deswegen muss ich das natürlich auch dann selber so machen, dass ich da ja, natürlich, relativ ja. vorbildlich ja. mit solchen Themen umgehe. Und das kann ich aber nicht jeden Tag jetzt bei Facebook posten oder so, sondern solche Sachen. Können schon, aber wollen Sie frei? Nein, also. Kann ich auch. Aber jetzt werde ich jeden Tag. Das ist Quatsch. Natürlich. Also. Aber überlege ich mal nach. Vielleicht mache ich das einfach mal, weil ich will ja da auch anderen Leuten sozusagen ein bisschen einheizen und sagen so, lass uns das, also das, was ich ja freiwillig mache, das will ich ja, dass die Bundestagsabgeordneten das alle machen müssen. Das ist das, was ich ja das will. Und deswegen super. Vielleicht gar keine schlechte Idee, wenn ich das täglich, wenn ich dann sagen will, du findest so bestimmte Basic-Infos auf der Homepage, also zum Beispiel auch, wie man mich erreicht. Ich habe ja ganz viele Büros und so. Genau. Und das findet man alles auf der Homepage, ja. Und was ich natürlich total toll finde, ist, wenn man dich bei Instagram anschreibt, dass du antwortest. Also das macht dich nah zu Menschen. Jetzt verspreche ich mal nicht zu viel. Nein, weil ich versuche das. Also irgendwann antworte ich immer, aber manchmal hängt es ehrlich gesagt ein bisschen, weil ich es manchmal gar nicht schaffe. Wenn man so viel zu tun hat, ist doch klar. Und aber du hast ja immer mehr Plattformen, ne? Du hast ja, jetzt kommt immer mehr, habe ich gesagt, TikTok und immer mehr dazu. Nein, ich finde es cool, weil du natürlich in der kontinuierlichen auch Kommunikation bist, auch mit manchen Leuten. Sehr besonders. Da geht das dann auch manchmal wirklich täglich hin und her. Aber dadurch kriege ich halt mit, was so los ist. Über Facebook habe ich ganz viele Nachrichten bekommen, vor allem in dieser ersten Lockdown-Phase im letzten Jahr, als die große, also auch über Sorgen und Nöte von Eltern, von Müttern, die mir geschrieben haben, dass die Kinder nachts nicht schlafen können und was weiß ich was alles. Und insofern ist das wirklich, das würden die mir wahrscheinlich nicht per E-Mail schreiben oder die rufen mich auch nicht in der Bürgersprechstunde an, um mir das zu sagen. Aber es ist halt so eine geringere Hemmschwelle bei Facebook irgendwie was als Nachricht zu schreiben oder bei Instagram. Und insofern ist das schon ein sehr spannendes und sehr wichtiges Medium. Das heißt, die Leute kommen näher an mich ran. Hat natürlich auch den Nachteil, dass die Leute, die mir was wollen, sozusagen auch näher an mich rankommen. Ne? Toi, 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 bei mir geht das, aber ich kenne ja viele Kolleginnen und Kollegen, die regelmäßig dann auch schlimmste Beleidigungen oder Mord, gar Morddrohungen oder ähnliches bekommen über diese sozialen Medien. Das wäre halt vor 20 Jahren so auch nicht möglich gewesen. Und es enthemmt in vielerlei Hinsicht. Also Leute sind bereiter, sich an dich zu wenden, auch mit
Anliegen, das ist wichtig, und gleichzeitig, wie gesagt, auch die Bösen, das Böse, was Das im sind die Menschen ist, Schatten. was ja irgendwie scheinbar bei manchen dann auch besonders rauskommen muss. Ich weiß es nicht. Ich wundere mich ja immer über manches, wo ich denke, was ist denn mit den Leuten eigentlich los? Ich meine, darüber könnte man ja mal reden. Und man müsste es ja nicht mit Psychotherapeuten machen, nicht? Das ist ja, ich frage mich ja, auch wenn ich da manchen AfDler im Bundestag rum, also hetzen höre, das kann man ja nicht anders sagen. Was ist da eigentlich mit denen los? Was ist eigentlich in denen drin? Und was ist da eigentlich schiefgelaufen, dass du so sein kannst und so über andere Menschen verhetzend reden kannst? Also ich kritisiere nun, wie man es ja gerade merkt, auch die AfD, aber ich vermeide tunlichst, das auf einem sozusagen persönlichen Niveau zu machen. Weiß nicht, was. Aber das erlebe ich leider sehr häufig und da denke ich, was ist das denn eigentlich? Was ist denn da schiefgelaufen? Das versteht man nicht, ne? Da ist die, ja, es fängt ja meistens in der Kindheit irgendwo an, ne? Also da sollte jeder mal wirklich einen Psychologen aufsuchen und mal besprechen, was denn da so oben im kleinen Stübchen so zur Sache Ja, ist. also ich nehme das mal mit. Es wäre eine gute Idee, dass wir im Bundestag mal vielleicht ein bisschen aufrüsten bei den Psychologen. Ja, auf jeden So. Fall, da würde ich dann, auf jeden Fall. Oder Persönlichkeitscoaches oder sowas, ne? Aber interessant, wir sind jetzt als Bundestagsabgeordnete, wird ja ein bisschen zeitversetzt, darf ich das sagen, hier gesendet, sind wir geimpft worden. Wir sind in der dritten Impfkategorie und ich habe nur gehört, dass die AfD-Abgeordneten, die ja ansonsten die ganze Zeit diese Pandemie ja für Quatsch halten oder für die Maßnahmen alle für Unfug halten, dass die aber alle fleißig dabei waren. Und sie haben, es ist ja ärztliche Schweigepflicht, aber jedenfalls haben die nicht gesagt, ich nehme jetzt hier keine, also vielleicht schon drei, weiß ich nicht, aber insgesamt ist es nicht so, dass die ganze AfD-Fraktion gesagt hätte, wir wollen aber gar nicht geimpft werden. Also insofern, wenn es dann sozusagen um das eigene Leben Wohl geht, geht. dann genau, sieht man das vorher auch nochmal ein bisschen anders. Ja. Spannend, ne? Total interessant. Ja, lieber Frank, wenn jetzt jemand das hört, es werden bestimmt welche hören und sich überlegt, okay, oder was kannst du denjenigen sagen, um ein bisschen mehr Mut im Leben? Oder die stehen an der Grenze und wollen in die Politik, aber trauen sich nicht, haben aber eine große Klappe vielleicht und haben so viele tolle Ideen und sie gehen nur nicht los. Was würdest du denjenigen jetzt sagen, was sie tun sollen? Naja, wie gesagt, man kann ja auch niemanden zwingen, wenn Leute sagen, das ist mir irgendwie, es gibt auch, die sagen, ist alles super, aber ich will sozusagen mein eigenes Ding machen und ich will gar nicht. Aber und ich meine, es schadet ja übrigens auch nicht. Man muss es nicht machen wegen der Karriere, aber ich kann nur sagen, wenn man auch Karriere machen will, sich sozusagen auch beruflich weiterentwickeln will, dann schadet es nie, wenn man sich auch sozial engagiert. Das schadet übrigens auch nicht im Lebenslauf. Es sind auch Leute, die sich bei mir bewerben und jedenfalls schadet es nicht, wenn man merkt, die haben auch nochmal was anderes gemacht, als nur irgendwie studiert, studiert, studiert. Aber trotzdem, es wird niemand gezwungen, aber wenn Leute sagen, Mensch, ich habe Bock, was zu machen, mich einzubringen, übrigens auch vielleicht nur mal für ein paar Monate oder für, weiß ich nicht was. Früher war das ja so, mit so Parteien, da musstest du irgendwie, bist du eingetreten und dann bist du dein Leben lang dabei geblieben. Da kriegst du irgendwie Ehrungen für 25, 50 und 75 Jahre. Gibt's, ich bin jetzt eine Frau aus Castrop-Rauxel, die wird jetzt 100 und die ist 75 Jahre in der SPD, das ist schon auch beeindruckend, aber es ist eben nicht mehr, kein Zwang mehr, sondern du kannst heute eben dich auch vorübergehend engagieren, so wie ich es vorhin gesagt habe. Du kannst irgendwie dich an einer Kartenaktion von Amnesty International beteiligen. Wir machen jetzt so Plogging-Aktionen, wo wir Müll Das ist auch sammeln super. beim Joggen. Ehrlich gesagt, ist es weniger Joggen am Ja, ist Ende, eher aber gehen. ja, weil das geht ja auch nicht. Es ist ja doch ein bisschen. Aber die Idee ist ja im Grunde genommen, dass alles so sauber ist, dass du ja gar nicht mehr alles sauber machen musst, sondern du joggst. Und du siehst ja dann ein Papier irgendwie da nur noch rumliegen, weil Stüppeln. das ja schon sauber ist. Und die Idee ist ja, dann schmeißen Leute auch nichts mehr hin. Und wenn mal was ist, Richtig. dann wird das sofort Oh, da aufgesammelt beim liegt ja Joggen. was. Und so, ja, genau. Genau. Aber Ja, ich sag mal, wer super. da einfach mal sagt, jetzt habe ich aber 2 Stunden mal über und will da mitmachen, kann man sich auch bei mir melden, machen aber auch viele andere. Und man fühlt sich, glaube ich, gut nach diesen 2 Stunden. Man sagt, wow, ich habe ja irgendwie was aufgehoben, bisschen was sortiert.
Und die Leute, die danach kommen, die freuen sich. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich einzubringen, sehr kurzfristig, mit irgendwelchen Geschichten, an denen man sich beteiligen kann. Da findet man tausend Sachen auch im Internet. Es gibt aber auch eben in meinem Wahlkreis ganz viele Organisationen oder Leute, die sich treffen, die engagiert sind. Da kann man sich dran wenden. Oder eben einfach auch vielleicht durch eine kleine Spende einfach eine wichtige Organisation unterstützen, wenn man sagt, jetzt passt es aber bei mir gerade im Leben nicht, jetzt habe ich gerade nicht die Zeit, auf ein Schiff zu gehen und da Menschen zu retten, aber ich will die unterstützen, die auf Schiffen sind und Menschen retten und einfach losmarschieren, wenn da irgendeine Idee ist und jemand sagt, ich weiß aber nicht, man müsste schon eine Idee haben, so in etwa, was es sein soll, eher Umwelt, eher irgendwie Geflüchteten helfen, eher sonst was. Da gibt es zahlreiche Initiativen. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Und wenn es irgendwas gibt, was es nicht gibt, dann gründet man es eben. Dann fängt man damit Ja, an und sagt, super. jetzt machen wir irgendwie was. Wir wollen ja dir zum Beispiel deinen Job nicht wegnehmen. Du bist ja sozusagen als Clown in den Seniorenheimen im Einsatz. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Thema, wo ich denke, mein lieber Scholli, wir könnten natürlich das ganze Gesundheitssystem und Pflegesystem verändern. Das will ich übrigens auch. Ich will eine andere Finanzierung des Super. Pflegesystems haben, damit Toll. Pflegerinnen und Pfleger besser bezahlt werden, damit aber auch die alten Menschen in besseren alten Pflegeeinrichtungen alt werden können und ja dann im Grunde zu 99% auch sterben. Ja. Das will ich. Aber gleichzeitig könnte man natürlich trotzdem anfangen und jetzt schon was tun. Sowas, was du tust, die Menschen erfreuen. Ich versuche das gelegentlich mit einem Akkordeonspieler zu machen. Aber es gibt ja auch total viele andere Möglichkeiten. Also einfach melden. Wenn Leute sagen, Mensch, ich gehe da einfach mal hin. Man kann da was vorführen, wie du das dann Auf machst. jeden Fall, Aber man auf kann aber jeden auch einfach Fall. nur hingehen und mit den Leuten quatschen. Man kann sagen, so, alle 2 Wochen gehe ich 2 Stunden in so eine, mit Corona alles schwierig, aber demnächst geht das alles wieder. Ja. Und da kann man da hingehen und sagen, ich will jetzt hier mal 2 Stunden mit Leuten reden. Man wundert sich, was da los ist und welche Rückmeldung man von den Menschen Auf bekommt. Und wenn man jeden das Fall. organisieren könnte, wenn man das organisieren würde, sogar am Ende könnte daraus was werden, wo man, sag mal, für Castrop Rauxel sagt, so, es gibt hier eine Truppe, die sowas macht. Das gibt es ja in vielen alten Pflegeeinrichtungen auch. Da gibt es ja auch diese Angehörigen, Beiräte und was weiß ich was. Und die machen das. Also nicht, dass dahinter einer sagt, der Schwabe weiß nicht, dass es sowas schon gibt. Das gibt es. Das Aber ich gibt's sage mal, noch, das könnte es ja. noch viel mehr geben. Ich finde Auf jeden total toll, Fall. es gibt zum Beispiel in den Niederlanden so Projekte, wo Studentinnen und Studenten in den alten Pflegeeinrichtungen wohnen. Ja, Die super geil, können finde ich da auch. kostenlos oder so wohnen, aber Genau. dafür müssen die da in Anführungsstrichen was ein bisschen Leben in die Bude Bringen, bringen. genau. Und Sprechen mit ja, denen und so weiter und so und das fort. fehlt mir noch viel, viel zu viel. Also da fehlt mir noch was in den Pflegeeinrichtungen bei uns. Und da, wenn da Leute sind, die sagen, jo, da mache ich mit. Also wie gesagt, das wäre jetzt was Neues. Jedenfalls so als Organisation kenne ich das bisher in meinem Wahlkreis nicht. Immer, das gibt es auf Einrichtungen bezogen, aber das ist irgendwie da so eine Art Börse besteht für Leute, die das machen wollen. Also Es es gibt ist unendlich viele Organisationen und Möglichkeit, ne? Ideen. Wenn sich bei mir meldet und sagt, ich habe Bock, dann lass uns hinsetzen, dann trinken wir einen Kaffee zusammen und dann oder machen Zoom, je nachdem, was dann Ja, was gerade passt. Corona-technisch alles geht. Und dann Genau. reden wir darüber, wie wir das machen können. Und dann finden wir auch was. Super. Ach, wie toll. Ja, solche Menschen wie dich brauchen wir mehr. Ich danke dir sehr, wirklich. Doch, danke. Das darfst du ruhig annehmen, das Kompliment. Gut, man Ja. sieht, genau, man sieht mich ja nicht. Ich sage ja, okay. Ich fliege dann immer so mit dem Kopf hin und her. Genau, ja, genau. Ich danke dir sehr. Und dann sind wir auch schon am Ende. Also jetzt haben wir ja so viel schon gequatscht und so viel Inspiration schon gegeben. Und ja, also ich glaube, der ein oder andere hat auf jeden Fall was mitgenommen und weiß jetzt auch, was er zu tun hat in dem Sinne, dass er sich melden kann oder bei dir auf jeden Fall schon mal bei Instagram vorbeischaut und dann die Organisationen und alles sieht und auch dich wählt, wenn er SPD wählen will. Also es bleibt spannend hier alles. Ja, danke dir, Franco. Und ich danke dir, derjenige, der es gerade hört. Nimm Mut an die Hand und geh ins Leben. Es ist schön, dass es dich gibt. Danke für dein Sein. Bis bald, deine Nadja.